Aufgepasst! Titanic, die unbekannte Geschichte. Die Geschichte der Titanic ist eine für die Ewigkeit. Nachdem sie bereits unzählige Filme, Dokumentationen und Ausstellungen inspiriert hat, denkst du vielleicht, du weißt alles, was es über dieses großartige, unsinkbare Schiff zu wissen gibt, das von einem Eisberg in sein nasses Grab geschickt wurde. Aber wusstest du, dass es zwei Schwesternschiffe hatte? Oder dass es im Vorfeld der Jungfernfahrtereignisse gab, die sein Schicksal bereits besiegelten? Wenn du bereit bist, ein paar spannende neue Fakten über die Titanic, ihre Passagiere und ihr tragisches Ende zu erfahren, dann bleib dran. Vergiss nur nicht, auf Abonnieren zu klicken und das Glöckchen zu läuten, um die Upload-Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Die RMS Titanic wurde von einer britischen Schifffahrtsgesellschaft namens White Star Line gebaut. Deren Hauptaugenmerk lag auf komfortablen und verlässlichen Schiffen. Allerdings bekamen sie starke Konkurrenz von der nordamerikanischen Firma Cunard, von der die aufwendigsten und luxuriösesten Schiffe jener Zeit stammten. Die Mauretania und die Lusitania. Die Mauretania hatte einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, der 22 Jahre lang nicht gebrochen werden sollte, und die Lusitania war für ihre luxuriöse Innenausstattung bekannt. Die White Star Line musste sich alle Mühe geben, um ihren mächtigen Rivalen zu übertreffen. Um die Konkurrenz ein für allemal zu besiegen, ordnete der Geschäftsführer von White Star, Joseph Bruce Ismay, die Konstruktion dreier gigantischer Schiffe an. Die Olympic, die Titanic und die Britannic. Massen von Arbeitern begannen im März 1909 im irischen Belfast mit dem Bau der Titanic und stellten sie 3 Jahre später fertig. Die RMS Titanic, 269 Meter lang und so hoch wie ein 17-geschossiges Gebäude, war das größte von Menschen geschaffene bewegliche Objekt ihrer Zeit. Sie sorgte für großes Erstaunen und 100.000 Leute nahmen an ihrer Enthüllung teil. Das Schiff war ein Höhepunkt des Luxus. Seine Innenausstattung war vom Londoner Ritz Hotel inspiriert. Es besaß sämtliche Annehmlichkeiten, ein Fitnessstudio, einen Pool, ein Dampfbad, ein Friseursalon und eine eigene Zeitung. Gemessen an heutigen Kreuzfahrtschiffstandards ist das bescheiden, aber denkt daran, dass es für das frühe 20. Jahrhundert wahnsinnig beeindruckend war. Der reichste Passagier war John Jacob Astor IV., der nach heutigem Maßstab ein Gesamtvermögen von 2 Milliarden Dollar besaß und mit seiner Frau auf die Reise ging. Außerdem gab es den Fabrikanten Benjamin Guggenheim, die Vermögenserbin Margaret Molly Brown und den Mitinhaber der Kaufhauskette Macy's, Isidor Strauss und seine Frau Ida. Sie alle haben für ihre Reise ein hübsches Sümmchen hingelegt, heutzutage würden die teuersten Tickets etwa 97.000 Dollar kosten. Die meisten Passagiere gab es allerdings in der dritten Klasse. Es waren ungefähr 700 und sie zahlten 20 Dollar für die Überquerung des Atlantiks. Das Schiff war für seine Zeit ungemein groß, prächtig und innovativ. Es gab allerdings einige logistische Pannen, die hätten verhindert werden können. Die Titanic besaß nur 20 Rettungsboote, die zusammen Platz für 1.178 Personen boten. Das heißt, es gab nur Plätze für ein Drittel der Menschen an Bord. Heutzutage ist es selbstverständlich, dass es genug Rettungsboote für alle an Bord geben muss, doch die Titanic hatte tatsächlich 4 Boote mehr als damals gesetzlich vorgeschrieben. Hätte es genug Platz für alle gegeben, hätten wohl nicht mehr als 1.500 Menschen ihr Leben lassen müssen. Doch all diese Menschen wären verschont geblieben, wenn das Schiff gar nicht erst abgefahren wäre. Und dazu wäre es tatsächlich beinahe gekommen. Am Tag der Abreise schrammte die Titanic gerade einmal 60 cm an einem Zusammenstoß mit einem anderen Schiff im Hafenbecken vorbei. Und das vor den Augen von tausenden Schaulustigen, die die Titanic am 10. April 1912 mit 2240 Passagieren und Crewmitgliedern auf ihre Jungfernfahrt von Southampton nach New York verabschiedeten. Hätte Captain Edward J. Smith dieses andere Schiff nicht knapp verpasst, wäre die Reise auf der Stelle abgebrochen worden. In Wahrheit hätte die Titanic allerdings gar nicht erst auslaufen dürfen.
Experten haben inzwischen herausgefunden, dass der Rumpf des Schiffes aufgrund eines großen Feuers angeschlagen war, das 3 Wochen vor der Abfahrt während der Bauarbeiten ausgebrochen war. Und die White Star Line war sich des angerichteten Schadens völlig bewusst, doch man entschied, ihn unter den Teppich zu kehren. Wie es nun mal so ist, traf der Eisberg genau die angeschlagene Stelle, riss ein gigantisches Loch in den Rumpf und ermöglichte einen Wassereinbruch, der das Schiff schließlich in die Tiefen des Meeres schickte. Die Titanic absolvierte 2 erfolgreiche Zwischenstopps in Frankreich und Irland, bevor sie nach New York aufbrach. Am 14. April erhielt die Crew von anderen Schiffen Meldungen von gesichteten Eisbergen, doch die Reiseroute der Titanic war frei und die See war ruhig. Um 23.30 Uhr entdeckte ein Späher einen 30 Meter hohen Eisberg direkt voraus und warnte umgehend den Kapitän. Da das Schiff in Höchstgeschwindigkeit fuhr, hatte die Crew nur 37 Sekunden Zeit, einer Kollision auszuweichen. Die Motoren der Titanic wurden umgekehrt und das Schiff wurde gewendet, sodass es den Eisberg nicht direkt traf. Stattdessen streifte es das Eisgebilde, das ein 91 Meter Leck in die Seite des Rumpfes riss. Nach dem Zusammenprall sendete der Kapitän ein Notsignal, das von der Carpathia empfangen wurde, einem Schiff der Cunard-Flotte. Die Carpathia machte sich umgehend in Höchstgeschwindigkeit auf zur Rettung, musste dabei aber selbst Eisbergen ausweichen. Die Olympic war auf dem Weg nach New York, als sie das Notsignal der Titanic erhielt. Sie wendete umgehend, um ihrem sinkenden Schwesternschiff ebenfalls zu Hilfe zu kommen. Unglücklicherweise musste sie dafür über 800 Kilometer zurücklegen. Aufgrund von Berechnungen, nach denen das Schiff sich nur 1,5 Stunden über Wasser halten könnte, ordneten der Kapitän und der Chefingenieur eine hektische Evakuierung an. Chaos brach aus und es dauerte fast 1 Stunde, das erste Rettungsboot zu Wasser zu lassen, das nur 28 Personen an Bord hatte, statt der 65, für die es ausgelegt war. Letztendlich hielt sich die Titanic tatsächlich fast 3 Stunden über Wasser. In dieser Zeit wurden Familien voneinander getrennt, da entsprechend des Seerechts Frauen und Kinder als erstes in die Rettungsboote gesetzt werden müssen. Augenzeugen zufolge wollte Isidor Strauss zu Beginn des Untergangs seine Frau in ein Rettungsboot setzen, doch sie weigerte sich, ihn zurückzulassen. Isidor selbst weigerte sich, von Bord zu gehen, solange noch Frauen und Kinder auf dem Schiff waren. Ida überließ ihren Platz und ihren Mantel ihrem Hausmädchen und beschloss, mit ihrem Mann zurückzubleiben. Der Direktor der White Star Line, Joseph Ismay, kletterte in ein Rettungsboot, das gerade zu Wasser gelassen wurde, wofür er sein Leben lang schwer verurteilt werden sollte. Molly Brown schaffte es in ein Rettungsboot, doch Benjamin Guggenheim ging zurück auf seine Kabine, schlüpfte in eine formelle Bekleidung und bereitete sich auf sein Schicksal vor. Die Titanic begann am Bug zu sinken, wodurch das Heck aus dem Wasser gehoben wurde. Während es in diesem Winkel weiter sank, fielen die Menschen in das minus 2 Grad Celsius kalte Wasser. Als der Bug schließlich untergegangen war, konnte das Heck dem Druck nicht mehr standhalten und brach ab. Das Schiff sank schließlich um 2.20 Uhr am 15. April 1912. Auf den Rettungsbooten versuchte Molly Brown, die Stimmung ihrer Mitpassagiere zu heben und bat die Crewmitglieder, zurückzurudern, um noch mehr Überlebende zu retten. Doch sie weigerten sich. Aufgrund ihrer Courage taufte die Presse sie später die unsinkbare Molly Brown. Der Schiffsbäcker Charles Juggin hielt sich 2 Stunden lang im Wasser auf, ohne dass seine Gesundheit davon stark angeschlagen worden wäre. Er sagte aus, dass er die Kälte aufgrund des ganzen Whiskys, den er getrunken hatte, nicht gespürt hätte. Die Überlebenden der Titanic wurden um 4 Uhr morgens von der RMS Carpathia gerettet und nach New York gebracht, wo sie von 40.000 Menschen empfangen wurden. Die genaue Anzahl der Menschen, die bei der Katastrophe ihr Leben verloren haben, wurde nie bestätigt, da die originalen Passagier- und Mannschaftslisten viele Rechtschreibfehler hatten und zum Beispiel nicht die Mitglieder der Band enthielten. Die meisten Fachleute gehen von etwa 1.503 Todesopfern aus. Es gab auch Leute, die Tickets für die Reise hatten, aber nicht an Bord gingen. Einer der mächtigsten Banker seiner Zeit, J.P. Morgan, hätte an Bord sein sollen, musste aber in letzter Minute absagen. Milton S. Hershey, der Gründer der Schokoladenfirma, musste ebenfalls absagen.
Stell dir nur mal vor, wie viel anders die Welt aussehen würde, wenn diese beiden das dem Untergang geweihte Schiff betreten hätten. Und sie sind nicht die einzigen Mitglieder des Knapp-Verpasst-Clubs. Es gibt Dutzende. Das Wrack der Titanic liegt noch immer 3800 Meter tief unter dem Nordatlantik, 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland. Scheinbar hatte die unsinkbare Titanic einfach schlechte Karten. Kennst du noch andere interessante Fakten über die Titanic und ihre Passagiere? Verrate sie uns in den Kommentaren. Gib diesem Video einen Daumen hoch, wenn du etwas Neues daraus gelernt hast, und denk immer daran, auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.